Müssen wir uns heute den misogynen Quatsch von vor 200, 300, 400 Jahren eigentlich noch anhören? Die Frage stellt sich nach der Lektüre von etlichen Stücken des Kanons. Auch nach der von Friedrich Schillers romantischer Tragödie Die Jungfrau von Orléans. Großartige Sprache, klar, tolles Konstrukt, gerade wenn man auf was mit Pathos steht. Aber die Frauenfiguren zum Weglaufen. Gerade werden die Klassiker ja überall kritisch daraufhin abgeklopft, welche Menschenbilder sie eigentlich transportieren. Regisseurin Evelina Marciniak und ihre Dramaturgin Joanna Bednarczyk machen das in Mannheim exemplarisch. Sie dekonstruieren Schiller nach allen Regeln der Kunst. Sie kommentieren, sie überschreiben, sie spielen Alternativen durch. Ist Joanna jetzt Emanzipationsrollenmodell? Ist sie religiöse Fanatikerin? Ist sie eine idealistische Kopfgeburt? Der Abend funktioniert aber nicht nur als Thesenmaschine, sondern irritiert auch produktiv auf der Spiel- und Bildebene. Der Raum in Rottönen ist kein realer, sondern ein Denkraum, in dem die SpielerInnen locker zwischen Rolle und selbst pendeln, aus- und einsteigen. Es gibt traumartige Videobilder über der Bühne und Choreografien auf der Bühne, in denen Kriegsgetümmel und Pathos ebenso aufscheinen wie Partystimmung und Gefühlswallungen. Am Ende wird die Jungfrau als männliches Konstrukt sichtbar, als historische, religiöse und literarische Figur. Dagegen setzt Marciniak die Stimmen der Frauen und Schauspielerinnen auf der Bühne, die sich über die Gefahren und den Sinn des Spiels austauschen. Da heißt es einmal: Alles ändert sich, mit dem Wandel in dir ändert sich die Welt. Was auch für unseren Blick auf die Klassiker gilt.